Elektrizitätslehre ist schwer vorstellbar. Ah, ist einfach. Man muss es bloß einfach sehen. Und einfach sehen bedeutet, vergleicht es mal bitte mit einem Wasserhahn zu Hause. Ich habe hier einen ganz einfachen dargestellt. Haltet den mal zu. Und wenn ihr den zuhaltet, egal wie viel ihr aufdreht, dann spürt ihr einen wahnsinnigen Druck. Naja, das so ähnlich kann man sich den Druck als die Spannung, die elektrische Spannung vorstellen. Und je nachdem, wie viel ich aufdrehe, umso mehr kommt raus. Ist der Druck gering, kommt nur noch wenig raus. Na und so weiter und so fort. Also das ist gar nicht so schwer. Ich rede jetzt hier schon wieder deswegen so viel, weil hier oben links erscheinen dazu, was das alles ist und wie das dann auch mit Widerständen funktioniert und Schaltzeichen und so weiter und so fort. Und zum Schluss, und das müsste jetzt eigentlich auch schon passiert sein, hier werden dann die Links nochmal in Ruhe dargestellt. Ja, deswegen habe ich das gemacht und ich hoffe, ihr habt es dann auch verstanden. Also, wenn es die anderen Schüler alle verstanden haben, warum ihr nicht auch? Na denn, ich wünsche euch was. Tschüss.